liebe Pfeifen- und Tabakfreunde, Freunde von meinem Kanal, willkommen heute Morgen für ein Video. Ich möchte euch gerne einen Tabak vorstellen. Wie kommt es zu dem Tabak? Also ich bin relativ sicher, dass die allermeisten von euch den Tabak nicht kennen. Und das ist ja auch immer mal interessant. Ich weiß, dass viele, so auch ich, immer wieder Interesse haben auch an Hausmischungen. Und das ist eine dieser berühmten Hausmischungen. Wie kam es dazu? Daniel, früher Blätterteig, heute Gordon Palm, der hatte mir mal eine Dose Tabak zugeschickt. Das war die Rathausmischung Nummer 4 von Tabakhaus Finke. Ich wusste gar nicht, dass es ein Tabakhaus Finke gibt. Ich wusste auch nicht, woher das kommt. Und habe dann mal danach gegoogelt, einfach so, aha, Tabakhaus in Münster. Und Daniel erklärte mir dazu, das war quasi der Laden, wo er ja mehr oder weniger mit angefangen hat, dass es sein Startladen als Tabakladen. Und ich hatte dann dieses Jahr, Anfang April, mal die Chance, wie ich mit meiner Frau zurück von der Nordsee kam, diesen Laden mal aufzusuchen. Wir haben in Münster gehalten, Station gemacht. Und dieser Laden, der liegt nicht mitten in der Altstadt oder so, also dass man den fußläufig erreichen könnte. Natürlich kann man, wenn man gut zu Fuß ist, den erreichen. Habe ich auch gemacht. Aber in erster Linie ist der so etwas außerhalb der Altstadt. Nicht so wie der Träber, der natürlich der wesentlich bekanntere Laden da ist. Und den habe ich da besucht. Und das ist ein kleiner Laden. Und der Besitzer, ich weiß nicht, ob das der Besitzer ist, das ist so ein, Daniel sagt, das ist ein Kubaner. Vermute, da wird sich dann auch entsprechend mit Zigarren auskennen, weil Zigarren haben sie da auch einige. Eine ganze Menge. Aber es ist, wie gesagt, ein verhältnismäßig kleiner Laden. Und die haben ein paar Hausmischungen, das ist auch nicht so fürchterlich viel. Aber sie haben eine ziemlich gute Pfeifenauswahl in ihren Schubladen. Also für so einen kleinen Laden auch schon recht ordentlich. Tabak haben sie eigentlich auch ziemlich viel da. McBaron oder Robert McConnell, sowas haben die da. Und halt eben auch so ein paar Hausmischungen. Und da haben mich dann zwei interessiert, weil andere waren dann auch mit Latakia. Das ist nicht so mein Ding, wie ihr wisst. Und den einen, wie gesagt, den kannte ich, den Nummer 4. Den stelle ich euch vielleicht auch irgendwann mal vor. Oder vielleicht will Daniel das auch selber machen, das weiß ich nicht. Und der hatte mir sehr gut gefallen. Darum geht es aber heute nicht. Und der andere, den habe ich da gerochen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr in den Laden geht und kennt einen Tabak nicht oder seht eine Hausmischung. Was macht ihr? Ihr lasst euch natürlich den mal zeigen. Lasst euch was dazu erklären. Und ich habe den hier, der hat ihn mir aufgemacht und ich habe gerochen und mir das Tabaksbild angeguckt. Dann habe ich gedacht, den nehme ich mit. Nie vorher geraucht, nie probiert. Ich weiß, manche sind vorsichtig und sagen, dann kann ich eine Probe haben oder so. Ich mache dann immer auf gut Glück. Verraucht kriege ich sie ja doch irgendwann, immer. Es tut mir leid, dass das Bild als zwischen hell und dunkel wechselt. Das ist nicht meine Absicht. Ja, und so kommt diese Rathausmischung Nummer 2 vom Pfeifenhaus Finke zu mir. Ihr seht hier einen Aromaten, und zwar ist das nur Virginia und Burley. Nichts anderes da reingemischt, kein Black Cavendish, nichts. Und was heißt Aromat? Der ist einfach nur parfümiert. Der ist gar nicht so arg aromatisiert. Daniel sagte sowas wie Nougat, und das kann ich unterstreichen. Und je länger er offen ist, desto mehr riecht er danach. Also so ein bisschen Vanille, Nuss, Schokolade, Mandel. So alles diese Richtung, aber nicht so, dass es einen anspringt, sondern wirklich in einem dezenten Rahmen, ganz sachlich. Und zumindest den Virginia mit seinen grasigen Noten, den kann man auf jeden Fall deutlich herausriechen. Bei dem Burley tut es sich natürlich ein bisschen schwer, wenn ein Tabak von vornherein schon in diese Richtung riecht, also auch so parfümiert ist, den dann auch rauszuriechen. Aber eins kann ich euch schon mal vorwegnehmen, denn ich habe die Dose ja schon zu zwei Dritteln geraucht. Das ist jetzt das letzte Drittel. Als er kam, ich habe ihn dann erstmal rausgenommen, komplett aus der Dose auf den Tisch ausgebreitet. Und ich weiß gar nicht, wie lange, 3 Stunden oder so draußen liegen lassen. Ist der einfach
einfach ein bisschen trocken wird. Die Tabake sind in der Regel, in aller Regel, viel zu feucht. Also alle Tabake, das mir zumindest, bei mir geht das so. Ich weiß nicht, ich habe das schon mal erzählt. Ich lasse alle Tabake trocknen. Und ein ganz besonderes Problem hatte ich jetzt, wo die letzte Woche dieser heftige Sommer war. Die Luftfeuchtigkeit war so hoch. Ich habe keinen Tabak mehr getrocknet gekriegt. Das war schon spektakulär, ja. Zu den Modalitäten. Eigentlich wollte ich bei Finke mal anrufen und fragen, ob die den auch, wenn man bestellen würde, einen Online-Shop haben sie nicht, wenn man den da per E-Mail bestellen würde und würde den vorab bezahlen, ob man den zugeschickt bekommt, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weiß ich nicht. Könnte ich aber, wer sich dafür interessiert, auch selbst erfragen. Hat ein paar interessante und wirklich auch hochwertige, gutwertige Eigenmarken. So, ich habe ihn jetzt gestopft. Das hier ist eine Ser Jacobo rustizierte Pfeife. Ja, ganz, ganz tiefe Rustizierung hier unten drin. Das geht dann auch schon mal 3 mm oder so rein. Hier oben diese Randung. Eine Rhodischenform, aber halt was Kräftiges. Ich weiß gar nicht, darf man das sagen noch für Männer? Darf man sagen. Gut. Ja, wunderbare Pfeife. Habe ich sehr, sehr gerne in der Hand. Robust und kompliziert. Und dann gucken wir mal beim ersten Anzünden, was passiert. Ihr seht, ein Streichholz und der Tabak klimmt vor sich hin. Also man muss ihn schon ein bisschen trocknen, damit er das dann auch tut. Was man sofort hat, ist ein cremiger Geschmack im Mund. Und der Virginia überwiegt deutlich. Aber er wird ausgebremst durch den Burley. Der Burley verhindert, dass der Virginia sehr spitz wird oder so. Er ist natürlich ein Virginia. Muss man ruhig rauchen, gelassen rauchen, gar keine Frage. Ich zünde jetzt einmal nach dem Feuerzeug. Cremig, nussig, ganz leicht schokoladig im Mund. Das beschreibende Merkmal ist eindeutig so ein mundschmeichelnder Geschmack. Den Ton angibt aber hier auch der Virginia, ganz klar. Also ich kann mich da nur wiederholen. Der Virginia gibt den Ton an, der Burley bremst ihn ein bisschen, dass er nicht zu spitz oder scharf wird. Das ist er auch nicht. Klar, man muss ihn wie einen Virginia behandeln, ruhiger rauchen, aber das ist alle, überhaupt kein Problem, auch selbst für einen unerfahrenen Raucher. Ja, ich melde mich gleich nochmal, wenn ich ein bisschen weiter bin. So, ihr seht, bin jetzt Richtung unteren Drittel unterwegs. Also, was kann man zusammenfassend zu dem Tabak sagen? Er ist gleichbleibend, er ist nicht herausfordernd,
Er ist keine Geschmacksexplosion, keine Bombe, sondern ein richtig vernünftiger, geschmacklicher oder geschmackvoller Tabak, der seine absolute Daseinsberechtigung hat, der mir gut gefällt. Sollte ich nochmal nach Münster kommen, gehe ich auf jeden Fall wieder bei Finke rein. Das war mir das sein Geschäft, was sich unbedingt zu besuchen lohnt, auch wenn es ein kleiner Laden ist. Und dann werde ich mir den Tabak auch wieder mitnehmen. Ich habe jetzt hier für die 100 Gramm Dose 19,40 Euro bezahlt und habe das nicht bereut, zu keiner Zeit. Das ist ein Typ All Day Smoke, allerdings schon ein bisschen anders ausgerichtet als viele andere Tabake. Dezent in der Aromatisierung, aber alles das habe ich euch ja schon gesagt. Und der bleibt so, er verändert sich nicht. Ein bisschen geht die Aromatisierung zurück. Also sie ist ja eh nicht stark, also es ist eher was die Außenstehenden riechen. Meine Frau hat immer gesagt, der riecht gut. Zum Schluss hin hat man diesen Virginia Burley Geschmack, aber der ist sehr lecker. Komme ich nochmal nach Münster, gehe ich da rein und nehme mir nochmal eine Dose mit. Den gibt es übrigens auch in 50 Gramm Dosen. Für Leute, die nicht so mutig sein wollen, aber der ist eigentlich für jeden etwas. Für jeden, der einen leichten, sommerlichen Tabak braucht, braucht man jetzt keine Resistenz gegen Nikotin oder sowas haben. Der geht ganz locker durch. Also kann ich nur empfehlen. Ich danke euch fürs Dabeisein und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ciao.